Moin, sehr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir eigentlich angefangen zu schleichen, aber mussten das Schleichen dann ja doch unterbrechen, weil man da leider nicht speichern konnte. Aber heute werden wir uns dran machen. Bevor wir das aber tun, schnacken wir einmal nochmal kurz mit der Fee. Baha! Denn im Zuge meiner Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich herausgefunden, mit welcher Rüstung wir gegen den nächsten Endgegner antreten werden. Und dann schauen wir doch mal, ob wir das Ding gegebenenfalls noch verstärken müssen. Du bist doch sicher hier, um deine Kleidung verstärken zu lassen, oder? Mhm. Jetzt kann ich deine Kleidung bis zum Maximum verstärken. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Ne? Und zwar müssen wir tatsächlich diese Wüstenrüstung, die müssen wir hochpimpen. Das sieht ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir sind so inventarmäßig ganz gut dabei. Oh Gott, guck mal, das ist schon Stufe 3, das ist Stufe 2, das können wir mal auf Stufe 3 bringen. Gern doch, bist du auch sicher? Ja, ich bin mir relativ sicher. Dein Wunsch ist mir Befehl, schließe jetzt einfach deine Augen. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, das passiert wieder. Wir werden wieder ein bisschen lieb gehabt. Wüstenbeinschutz Stufe 3, das ist schon mal schön fertig und ich muss ganz unbescheiden sagen, es ist mir wirklich gut gelungen. Noch etwas? Ja, ich habe da noch mehr. Ich hätte da noch einmal im Angebot den Wüstenstirnschutz, das hängen wir aber auch weit, weit zurück. Ein Wüstenstirnschutz, wundervoll, soll ich diese Verkleidungsstück also verstärken? Ja, das wäre ganz nett, ne? Dein Wunsch ist mir Befehl, schließe jetzt einfach deine Augen. Bye. Ja, ist schon ein bisschen awkward. So, tram, da. Wüstenstirnschutz ist erhöht. Erledigt. Ja, sieht ordentlich verstärkt aus. Und noch etwas? Ja. Jetzt müssen wir gucken. Also, wir können schon mal den Schulterschutz wieder, den Wüstenschulterschutz schon mal wieder machen. Was fehlt uns denn danach noch für die restlichen Wüstensachen? Oh, werden wir gleich rausfinden. So, warte, erstmal machen wir den Wüsten-Schulterschutz. Oh, wie viel Saphire das braucht. So viel Saphire! Egal. Und 10 Exalfos-Schwanzblau. 10. Aber wir brauchen es. Guck mal alleine, was das ausmacht. Von 12 auf 20. Holy shit. Ja. Hilft nichts, Leute. Müssen wir machen. Ein Wüsten-Schulterschutz? Gern doch. Bist du dir auch sicher? Ich bin mir sehr sicher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Schieße jetzt einfach deine Augen. Oh, ein bisschen Schmusen muss aber sein, ne? Das heißt, vom nächsten Boss müssen wir leider nochmal eine kurze Grind-Session einlegen. Aber keine Sorge, dadurch, dass wir nur Exalfos Blau brauchen, brauchen wir nur eine Feuerwaffe. Dann ist es schon toll chillig. Also einfach mit Feuerpfeilen drauf rumballern. Das wird relativ easy. Und Saphire kriegen wir wahrscheinlich, es gibt doch bestimmt auch Steine da oben in diesem Eisgedönse. Die werden wahrscheinlich dann auch entsprechend versteckt Saphire droppen. Dann können wir uns die daher holen. So, und ist perfekt. Manchmal ist mir selbst unheimlich, wie gut ich bin. Nur ganz, ganz bescheiden. Ja, ich muss gucken, was der Rest jetzt braucht, ne? Kannst du mal eben sortieren? Y. So, sortieren wir nochmal. So ist es gut. Also, Wüstenstirnschutz brauchen wir nur noch Eisflederbeißflügler. Das geht ja wohl klar. Das ist auch erst Stufe 3. Hier brauchen wir noch einen Saphir. Einen. Wie ärgerlich ist das denn? Ich bin schon fast geneigt, ihn einfach zu kaufen. Also Saphir und Exalfos-Schwanz blau. Brauchen wir ja auch Exalfos... Ja, auch blau. Also wir müssen noch ein paar Exalfos-Schwänze sammeln. Und nochmal 6 Saphire. Und dann läuft die Kiste eigentlich. Und hier ganz ein bisschen Eisfederbeißflügler. Okay, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber hin. Aber vorher... Oh, wirklich zu schade. Dann ziehe ich mich mal zurück. Mach mal, ne? Bis dahin! Vorher machen wir aber erst noch die Mission, oder unsere Schleichmission. Und starten die Grinderei erst danach. Ne, wir wollen uns ja nicht zu sehr vergrinden. Was ist denn das hier? Gerudo Zweihänder. Ja, man kann auch mal mit so einem Zweihänder rumeiern. Okay, Leute. Dann looten wir eben gerade noch an Kraut und Zeug, was hier so rumeiert. Bevor es dann losgeht. Na, ihr Süßen, oh, gut bei euch da hinten. Ja, ihr genießt die Sonne, genießt den Sand. Ich bin mal gespannt, wenn wir gleich wieder schleichen dürfen. Nur ich und schleichen, ne? Beste überhaupt. Also beste Kombination überhaupt. Als Fuchs ist man natürlich darauf getrieben zu schleichen. Ist ja so. Wir schleichen uns immer leise, heimlich irgendwo hin, um was zu tun, was auch immer. Essen klauen, Hühner klauen. Das Übliche, was man so macht, ne? Eine Fit-Karotte. Oh, ich fühle mich auch schon gleich viel fitter, jetzt wo ich die im Inventar habe. Muss ich schon zugeben. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut.
Auf geht's. Ja, genug rumgedödelt, ne? Jetzt kommen wir nicht mehr drum rum, es geht jetzt weiter. Und zwar müssen wir hier hinten wieder zum Loch, wenn ihr euch noch erinnert. Da müssen wir hin. Können wir mal eben schon wieder die Mörkischen setzen, dass wir auch gleich in die richtige Richtung latschen. Und auf geht's. Auf geht's. Schleichen geht raus. Ah, das wird, glaube ich, diesmal aber gar nicht so schlimm. Ich glaube, das wird gar nicht so schlimm. Parasegel. Mit Hilfe des Parasegels kannst du von hohen Orten aus herunterschweben. Steuere deinen Flug mit R, um einen sicheren Landepunkt zu finden. Ja, das machen wir, ne? Das machen wir. Ich sag euch das. Wahnsinn. So, komm hier, gib all. Noch 3 Schreine, dann sind wir bei 100 Stück. 100 Stück. Ich sag ja nichts, ne? Aber 100. Dann fehlen nur noch 20, dann haben wir sie alle. Wahnsinn. Und dann haben wir noch ein paar Nebenquests, die noch zu erfüllen gibt. Aber dann langsam nähert es sich dem Ende. Wir sind ja auch nur bei 230 Folgen inzwischen gerade schon. Also das ist schon ein etwas größeres Projekt, das muss man schon echt sagen. Was ist das hier? Das sieht so... Achso, das ist... Okay. Was ist das? Das ist doch 100 pro so ein kleines Steinwesen. Warte mal, vielleicht verliert er jetzt direkt sogar einen Saphir. Ja, komm, wach auf, du. Bam. Kaputt, ne? Okay, hat es nicht verloren. Es hat einen Feuerstein verloren. Das hat mich jetzt, muss ich gestehen, nicht unbedingt glücklich gemacht. Saphir! Na gut, oder auch nicht. Wir wollen keine Saphire verlieren. Na gut. Na gut, dann nicht. Wir müssen jetzt erstmal auf zum Loch. Das Schlimme ist, ich habe in letzter Zeit, was habe ich denn gedaddelt? Viel Monster Hunter habe ich gespielt und deswegen hat sich mein Steuerungsscheme natürlich mal wieder komplett an Monster Hunter angepasst. Das bedeutet, ich werde halt wahrscheinlich ziemlich viel Scheiße bauen. Was es auch sehr gut macht, dass wir jetzt nicht sofort starten mit dem Endboss. Das wäre nicht so gut. Aber gut, wir sind eh noch zu schwach. Also der nächste letzte Endkampf ist halt echt ein bisschen eklig. Der war ja schon normal eklig für mich. Und ich habe das ja wirklich nur überlebt, weil ich fressen konnte die ganze Zeit. Jetzt können wir nicht fressen und halten auch noch so wenig aus, weil wir nicht mal die Anti-Blitz-Rüstung auswählen können. Das heißt, alter Schwede, wie widerlich ist denn das? Ich sag's ja nur. So, was hattet ihr nochmal gesagt? Ich habe gehört, dass ein reisender Krieger den Jiga-Clan besiegt hat, aber es gibt immer noch so viele von denen und sie sammeln Bananen in rauen Mengen. Steckt da ein Plan dahinter? Ich weiß, dass das Juwel, das sie dem Gerudo-Stamm gestohlen haben, im Lager im ersten Stock aufbewahrt wird. Aber sich noch näher heranzuwagen ist riskant. Am Leben bleiben ist Gerudo Voraussetzung für das Schatzjäger-Dasein. Grundvoraussetzung, nicht Gerudo-Voraussetzung. Mina. Oh, bist du auch auf Schatzsuche hier? Der Jiga-Clan, sie haben einen der Schätze der Gerudo, ein heiliges Juwel oder so, dort hineingebracht. Ich bin ihnen aus der Wüste gefolgt, da ich dachte, dass sowas sicher eine Menge wert ist. Aber ich glaube, ich sollte lieber die Finger davon lassen. Warte mal. Haben sie etwa vor, das Juwel in dieses riesige Loch zu werfen, wie es in der Legende heißt? Okay, also Juwel rausklauen, mit dem Juwel rauskommen und hier in dieses Loch werfen. Oh, kriege ich woher? Nee, ist gebongt. So, warte, wo ist unsere Schleichrüstung? Wir brauchen den Schleichekram. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Zack, so. Jetzt nehmen wir noch eine kleine Waffe. Wir werden eh nicht kämpfen, damit wir ein bisschen bessere Sicht haben. Und los geht's, meine Freunde. Wir schauen uns mal munter um. Und nehmen natürlich Schwertbananen mit, was nur geht. Du, 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 du. Das ist auch so die ziemlich einzige Chance, uns in irgendeiner Form zu wehren. Mit diesen Schwertbananen. Indem wir die irgendwo hinwerfen und die Leute weglocken. So, mal gucken. Okay, gehen wir mal erstmal hier lang. Wir müssen ja am besten da wieder hinten hoch, ne? Also die Übersicht ist im Vergleich zum letzten Mal etwas beschissener, würde ich mal behaupten. Hallo, na, was machst du da Schönes? Schaust dich um? Ja, cool. Ach, scheiße, wir wurden gesehen. Mistikaki! Na, vielleicht können wir ja abhauen. Oh, die Scheiße im Pfeilbögen. Oh, au.
Ich will hier doch einfach nur raus. Okay, es hätte irgendwie nicht geklappt, da hochzukommen, habe ich das Gefühl, weil da oben geht gar nichts. Game over. Gut, der erste Versuch hat schon mal nicht so gut funktioniert. Erneut versuchen. Das klingt doch erstmal nach dem Plan. Also irgendwie, ich hatte das in Erinnerung, dass man von da oben dann da hochkommt, aber das hat nicht so gut geklappt. Wir versuchen den Plan nochmal, weil der Plan war an sich okay. Ich habe nur zu lange gebraucht, hochzuklettern. Das müsste schneller gehen, weil ich brauche ja gar nicht schleichen. Ich habe ja die Schleichrüstung schon an. Deswegen können wir uns ja viel schneller bewegen. Da habe ich gerade ein bisschen verschissen. Das machen wir nochmal. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Und gib ihm. So, wir nehmen dann nochmal die Bananen mit. Wir können natürlich auch so eine Banane werfen, eigentlich. Das könnte das auch etwas erleuchten. Kannst du noch eine kleine Waffe ausrüsten? Dankeschön. So, wir probieren unser Glück nochmal. Also an sich war es schon mal gar nicht so schlecht. War noch nicht gut, ne? Also. Kurz warten, bis er hier weg ist. Jo, da dreht er auch schon um. Dann gehen wir hier hin zu dem Mowgli. Oh, scheiße. Oh nein, wieder gesehen. Kacke. Oh nee, doch nicht. Er hat mich irgendwie nicht gesehen, was ich sehr geil finde. Okay, jetzt müssen wir nur gucken. Wir müssen irgendwie da oben in das Ding rein. Und meiner Meinung nach wäre das gegangen über die Dinger hier oben. Aber das scheint jetzt nicht mehr zu gehen. Nee, der Raum ist jetzt zu. Aber ist doch kein Problem. Wir können von hier aus hier rüber. Der Weg ist trotzdem erstmal das Ziel. Und dann müssen wir eigentlich ja nur darüber schweben. Da keine Leute sind, die uns sehen können. Kann da ja so erstmal nichts schief gehen. Dann einfach hier hoch. Boings, boings, boings. Hoffen, dass hier oben keiner ist. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen assi, aber hier ist, glaube ich, keiner. Die Sache ist nur die, wir müssen mit der Kugel auch wieder zurück, ne? Das gestaltet die ganze Sache etwas schwierig, versteht ihr? Wir sind jetzt nicht mehr so agil, weil wir die Kugel jetzt gleich mitnehmen müssen. Oh je, wie machen wir das denn? Das ist ja widerlich. Das ist ja richtig widerlich. Warte, ich habe eine Idee. Wir können die darüber schießen. Wir schießen die einfach darüber und mopsen uns die auf der anderen Seite. Das werden wir tun. Okay, warte. Das wird gehen, Leute. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das ein guter Plan ist. Okay. Jetzt liegt sie da hinten rum. Das ist gut. Das wird gut werden. Das klappt. Warte, jetzt ist hier die Frage. Wie kommen wir jetzt am besten wieder hier weg? Ohne gesehen zu werden. Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Also da hinten ist ja der Typ. Den kriegen wir abgelenkt, indem wir dem so eine Banane dahin werfen. Und ist der erstmal in... Ist der erstmal beschäftigt. Und da unten ist einer, den können wir ignorieren. Warte mal. Wobei, der sieht uns gleich auch nicht. Wenn wir gleich schnell sind, sieht er uns eh nicht. Wir müssen nur warten, bis er sich wegdreht. Moment, das kriegen wir hin. Jetzt. Jetzt nur die Frage, wo ist die Kugel hingeeiert? Da. Na, wenn das mal nicht geil ist. Jetzt müssen wir doch nur warten, bis er weg ist. Und gib ihm! Ich würde sagen, das hat ja hundertprozentig geklappt. Man muss halt auch mal so eine Kugel einfach mal quer durch den Raum schießen. Und ist das gut? Dann ist das gut. Und jetzt musst du in das Loch rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Weh, das klappt nicht, Leute. Dann werde ich wütend. Kugel muss ins Loch. Checken wir das mal. Ich muss mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Was stand denn in dem... Was stand denn da drinne? Okay. Es gilt, der Grimme-Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Haben wir gemacht. Es gilt, sich mit treuem Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Das läuft. Es gilt, den Wüstenstadtschatz zum großen Schlund zu tragen. Ja, das ist der große Schlund, ne? Ich werde es jetzt wegwerfen. Tschüss. Oh, hat gezählt. Ein Glück, ey. Das wäre ja auch assi gewesen. Kommt da jetzt noch ein Boss, oder...
würde sagen, wir haben die Prüfung gemeistert, ja? Meisterhaft, Prüfung bestanden. Das war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Das war wirklich aushaltbar. Ohne Spaß, das war wirklich aushaltbar. Betons. Also, gut, wenn man mit der Kugel da hätte zurücklatschen müssen, dann wäre es bestimmt anstrengend gewesen. Schön bei Bananen hinwerfen, die Zeit, während die Futter nutzen, um mit der Kugel da lang zu wandern. Aber man kann sich auch einfach quer durch den Raum schießen und schon ist das gut, ne? Kirote Moschrein. Ja, mal sehen, ob da uns jetzt wenigstens eine kleine Kopfnuss erwartet. Ich habe ja ein kopfnussiges Gefühl bei diesem Schrein, muss ich sagen. Machen wir mal ein anderes Teil. Gucken wir mal, ne? Dong. Speichervorgang. Tudong. Und hinab. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas Elektronisches sein. Davon gehe ich erstmal an. Angriffe aufladen. Halte Y gedrückt, um Kraft für einen Angriff zu sammeln. Da diese Ausdauer verbraucht, solltest du es nur im richtigen Moment einsetzen. Ja, wenn ich dann gerade Ausdauer habe und sie danach nicht sofort wieder brauche, um zu fliehen. Nicht wahr? Das wären so die Momente. Ach du Scheiße, was ist das wieder für ein Gedönse? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kirote Mo. Im Namen der Göttin Hyla sollst du geprüft werden. Mhm. In der Kiste. In der Kiste. What am I supposed to do? Was mache ich denn hiermit? Okay, da sind Kugeln drin. Ganz viele bunte Kugeln. Aber was bringt mir das, dass da bunte Kugeln drin sind? Also diese Kugeln sind auf jeden Fall nicht rausholbar aus dieser Kiste. Wir können höchstens gucken, wie viele da drinnen sind. Wahrscheinlich geht es darum. Ich sehe. Ach ja, darum geht's. Wir müssen die Zahl sehen, wie viele Kugeln in der Kiste sind und dann eine korrespondierende Zahl auf dem anderen ein. Also ich glaube, von den orange leuchtenden haben wir 1, 2. Ja, von den orange leuchtenden gibt es 2. Okay, dann beenden wir das erstmal. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt gibt es da orange leuchten. Hier. Und dann müssen wir sagen, wie viele da drinnen sind. Davon gehe ich mal aus. Das ist die Spalte für orange. Opala. Nein, 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 nein. Nein, nein. Orange leuchten hat 2. Und rolle, rolle, rolle. Doink. Okay, weiter geht's. Dann haben wir diese komischen lila gestreiften. Lila gestreift. Gucken wir mal, wie viele es davon gibt. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Oh, mal schauen. Also, von den lilanen habe ich hier 1. Also, warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ja, es sind 4. Das dürfen wohl 4 sein. Wollen wir mal checken. Gib mir mal die lila gestreifen und dann mal 4. Düdelu. Gib mal her den Kügelchen, ne? So, rein damit. Okay, dann geht's weiter. Was haben wir noch? Wir haben noch die grün leuchtenden. Grünstreifig. Mal sehen. Da sehe ich 1, 2. Ich glaube, da bleibe ich bei 2. Ja, 1. 1, 2, 3, 4. Ja, nee, bleibt bei 2. Und von Lilianen bleibt es auch bei 4. 2 grün gestreifte. Geht los. Gib mich mal den grün gestreiften Ball und dann die 2. So, und ich glaube, von den lila Leuchtenden gibt es nur einen von diesem bunten Ding da. Aber ich gucke nochmal nach. Oder dürfte. Oh je, ist halt schon wieder so weit. Hando, wir sind gerade fast dabei, das Ding zu lösen. Und dann kommst du hier einfach so an. Ja, das ist ja. Das ist schon ein bisschen uncool, ne? Muss ich sagen, wie das ist. Aber ihr hört den Haarkrähen, Leute. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir müssen dann kurz hier einen Break machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und schauen, dass wir uns dann noch die letzte Kugel hier ansehen.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.